Okay, geringe Führ, bitte, bitte. Und du, Palegina, heilst dich am besten selber. Du machst mächtige Geschosse auf den. Du machst sie zum eingeschworenen Feind. Und hier, ihr könnt ihn mal verkrüppeln. Und ihr hättet schon längst mal des Jägers auf ihn wirken können. Mach mal das mal auf den. Und du auch? Ach, hey, da hat's nur umgehauen. Kannst du noch was Cooles auf dem machen? Vielleicht noch so eine Frostsäule. Und du rennst du mal so eine heilige Säule. Aua. Durens, noch eine Fürbitte, bitte. So. Adolf, mach mal die dicken Geschosse auf ihn und hoffen wir mal, dass er da langsam tot geht. Ja. Tut mir echt wahnsinnig sorry, aber nach all dem, was der angerichtet hat, hätten wir ihn nicht am Leben lassen können. Oh, Drachenfleisch. Aber sein Lindwurm hätte ich gerne sein Baby am Leben gelassen. Das wollte ich nicht unbedingt töten. Das hätte ich nicht sein müssen. Zumal dieser Ort sieht so verloren aus. Plus 3 Macht. Oh. Auch wenn da ein Stehlen-Button war, wüsste ich nicht, von wem wir hier stehlen. Willensbrecher Zauberbuch. Der Rest sind Gegenstände. Und ein böser Hammer. Götterdonner. Okay. Irgendwie tut mir das jetzt wahnsinnig leid, dass wir... Ich habe mich um den Drachen und sein Junges gekümmert. Das ist es jetzt wieder sicher für Leas Gläubige. Julia ist vielleicht bereit, mir... Ja, genau. Damit wäre das auch geregelt. Bleibt nur noch eine Sache zu erledigen und die wird jetzt sicherlich unangenehm. Wir müssen nämlich jetzt wieder in den blutigen Sand und uns um den Priester kümmern dort. Also erstmal nach Altlied den beiden Bescheid geben. Dann nach Herdlied, dort können wir das die Jägerquest abschließen. Obwohl, ich glaube, wir müssen dann erstmal mit dem Typen in Ulmenkap reden, weil das ist ja der Jäger, der behauptet hat, dass der andere in die Wildnis geflohen ist, nicht, dass er tot ist. Den sollten wir vielleicht wirklich zur Rede stellen erst einmal. Wir kennen ja jetzt die gesamte Wahrheit. Wir wissen, dass der Stelgier und der Jäger sich gegenseitig getötet haben. Nicht, dass er den Stelgier. Zeittag. Zeittag ist okay. So, hier zu den beiden. Ich weiß nicht, ob das sich das wirklich noch rentiert, diesen Tempel wieder aufzubauen. Er ist eigentlich verloren. So wie er aussieht, ein Grab geworden. We saw you go up the mountain. Well, what happened? Onwin blinkt dich erwartungsvoll an. Wir haben dich den Berg hinaufgehen sehen. Nun, was ist geschehen? She means to say that we're both very relieved to see you're safe. Kasvat lehnt sich vor. Sie will sagen, dass wir beide sehr erleichtert sind, dich in Sicherheit zu wissen. Yes, of course, that too.
Ja, sie winkt ungeduldig ab. Ja, natürlich, das auch. Der Drache und seine Jungen sind tot. Praise the Sky Mother and thanks to you too. I told you that an attack was the way to go. Gelobt sei die Himmelsmutter und auch dir sei Dank, Zwerg. Sie schickt Kasvat auf den Rücken. Ich sag doch, wir müssen angreifen. And the Queen of Birds saw fit to bless us with a capable warrior. It is a shame that such a rare champion of the skies had to perish. All winged life is sacred to our goddess. Still, it is better that we can return to worship at the nest. Thank you. Not to presume too much, but you might pray to Helia when you visit Terraveron. Und die grateful to all who aid her. Und die Königin der Vögel hat uns in ihrer Weisheit mit einem fähigen Krieger gesegnet. Er nickt ihr zu und verschränkt die Hände. Es ist ein Jammer, dass ein solch seltener Meister der Lüfte sterben musste. Alles geflügelte Leben ist unserer Göttin heilig. Aber dennoch ist es besser, dass wir Helia von nun an wieder im Nest huldigen können. Danke, ohne anmaßend zu wirken zu wollen, aber so solltest du jeder beten, wenn du Terraveron besuchst. Sie zeigt sich ihm gegenüber dankbar, der ihr hilft. Wow, 7000 Kupferstücke? Jo, ich kann den Segen jetzt von der Göttin selber empfangen. Das hier, wie wir das hier lösen wollen. Ich weiß nämlich gerade nicht, habe ich noch eine Schriftrolle, die Intellekt erhöht? Ich habe eigentlich gar keine Schriftrollen mehr, oder? Das sind Gebrauchsgegenstände. Ja, ich habe keine Schriftrollen mehr. Kann ich eine herstellen? Schriftrolle Malstrom. Der Tapferkeit. Verwirrung. Schriftrolle des kochenden Sprühnebels. Des Sperrfeuers. Nein, hier nicht. Lähmung, Wiederwirkung, Gebet gegen Hirnung, Hirschgeweih, Fluggeschosse, Feuerstrahl, Insektenschwarmschutz oder fällt die unter 1? Mal der Natur, nein. Schütternde Berührung, Angstexorzismus, Chaosfuß, nö. Und wahrscheinlich Tränke wird es auch keine geben. Infusion mit Lebensessenz. Trank der Macht. Gnadenlose Starren. Unheimliche Schütze der Regeneration. Bewegungseinfluss des Verderbens. Nein, und hier oben sind nur die große Ausdauertränke. Trank der starken Erholung. Nebenbei den Regenerationstrank, den du hast, den kannst du da reinziehen. Ach, und du kannst deine Regenerationstränke auch mal wieder nehmen. Was haben wir da? Den Trank der Bewegungsfreiheit. Und ein Ring der Macht. Du hast zweite Chance Macht, das ist okay. Freiheitsstich sicher. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Du hast auch Abwehr. Leg mal den ab, du hast nämlich eh eine hohe Abwehr. Dann gucken wir mal, wem fehlt noch ein Ring? Dir fehlt einer. Du hast schon zwei. Ring der Zauberei. Und noch ein Ring der Zauberei. Aber das sind zwei verschiedene. Du hast Leiden unterdrücken. Dann kriegst du den mal. Der bringt dir nur nichts. Weil du schon was hast, was deine Abwehr erhöht. Ja, das hier. Bringt der hier dir was? Ja, der bringt dir was. Gut. Wir hätten Essen, was wir hätten benutzen können. Hier haben wir noch Trank der Macht. Naja, Intellektrollen, die kann ich vielleicht in meiner Kapelle zu Hause kaufen, in Ketnur. Wenn ich meine Intelligenz unbedingt steigern möchte. Oder was könnte es noch sein? Intelligenz oder Entschlossenheit? Eins von beiden, das muss ich dann wirklich mal testen. Wahrnehmung wird es nicht sein, Gewandtheit auch nicht. Entweder ist es Entschlossenheit, was ich eher hoffe, weil das kann ich besser steigern, da habe ich nämlich schon 13 drin. Oder es wird wirklich Intelligenz sein, dem da den Trank unterzujubeln. Wie dem auch sei, erst einmal. Was wollte ich eigentlich mit dem Rieselschwamm?
Den könnten wir verkaufen. Der bringt nämlich gar nichts, sehe ich gerade. Da bringt der Alkohol mehr. Der bringt nämlich einfach nur Schadensreduktion, auch wenn es nur plus 1 ist. Aber so viel Schadensreduktion, 12, das ist nicht viel. Bei dir ist es auch nur 12. Bei dir ist es 17. Ja, bei dir ist es nur 12 wegen... Ja, du bringst keine Schadensreduktion, du bringst Abwehr. Schadensreduktion bringt wirklich nur die Rüstung hier. Und die können wir außergewöhnlich machen. Ja, wir haben einen Saphir, also. Werd mal außergewöhnlich, dankeschön. Und das überschreibt gut. Sehr gut. Jetzt hast du wenigstens eine Schadensreduktion von 14. Was 2 mehr ist. Ist also besser als nichts. Du hast halt die böse Rüstung, mit die von vornherein Schadensreduktion von 14 hat. Die können wir jetzt nicht außergewöhnlich machen, weil wir keine Saphire haben. Okay, gucken wir mal kurz in die Quests. Was haben wir hier? Herr der Gestalten haben wir... Achso, das war... Dings, Hivarias Quest. Diener des Todes. Das müssen wir noch abschließen. Das war das mit dem Zwerg in der Ethik 0. Oder Ethik 0. Weiß es nicht. Das haben wir nicht geschafft. Nest über den Wolken haben wir... Den Part zwischen den Bestien auch. Das Blutopfer ist das, was wir, wo wir Probleme haben. Jäger und Bruder. Das war das mit dem Steak hier, was ich gerade erwähnt habe. Traum und Erinnerung. Das ist die trauernde Mutter. Meister der Tiefe. Da könnten wir dann als nächstes weitermachen, bevor wir auf die Grabesinsel gehen. Genauso wie beim Rat der Zeit von Kanna. Aber vorher vielleicht das Kopfgeld vom Liedschmied Roska einkassieren. Ja, hier geht's lang. Okay. Wie machen wir das am besten? Erst Ulmenkap, dann Herdlied. Oder erst Herdlied, dann Ulmenkap. Ah, komm, erst Ulmenkap. Ich glaube, die Zwerge schaffen wir auch so. Hust, hust. Oder vielleicht schaffen wir es, den Ethik 0 Anführer auch dazu zu kriegen, einfach abzudanken und zu sterben, wie wir es bei der Elfin geschafft haben. Wäre doch schön, oder? Hier latscht einer rum, hier latschen mehrere rum. Okay, erst einmal müssen wir hier rein zu den... zur Halle der Krieger. Davor wartet nämlich der Jäger eigentlich. Ja, Palegina hat noch über 700 Lebenspunkte. Das reicht locker. Krieger, wo bist du? Artwin, da. Mit dir habe ich ein Hühnchen zu rupfen. Ich bin noch immer hier. Frag, was du fragen musst. Mein Stamm hat mir gesagt, dass du die Wahrheit über Fionn Exil sagen sollst. Er kämmt sich seine Speerchen stoppen und wirft der Elfin einen Blick zu. Nun, Artwin versteckt sie nicht vor der Wahrheit. Frage und ich werde dir antworten. Ich weiß, dass du lügst. Fionn hat dich überlistet und ist dir allein bekämpft. Sie haben einander getötet. Das breite Lächeln des Jägers zieht sich hinter seinem ungleichmäßigen Stoppel zurück. Du, ich habe nie. Seine Haut rötet sich unter dem Flaum, als er nach Worten ringt. Die Elfin tritt einen Schritt zurück und blickt Artwin mit offenem Mund ungläubig an. Das kann doch nicht. Sie liegt rasch zu dir und dann wieder zurück zu dem Jäger. Ist dir klar, was die Stämme über uns denken werden? Über unser Volk? Ihr Ausbruch weckt Artwin aus der Erregungslosigkeit. Sie drehen uns schon mit Füßen, als wären wir Würmer. Wir sind die zweimal gespaltenen Pfeile. Wir sind gebrochen. Die Jägerin senkt den Kopf und blickt wieder zu dir. In seinen Augen steht die Verzweiflung. Sie haben eine Geschichte, Ruhm, und sie spucken auf uns, die wir nichts haben. Er streckt die Hand aus, zittert, als hätte er Angst, sich zu berühren. Fremder, bitte, die anderen sagen, du seist gütig und gnädig. Sprich die Wahrheit, die uns Freiheit schenken würde, ich flehe dich an.
Du wirst die Wahrheit hören, wenn ich sie in der Passage der 6 offenbare. Dein Stamm verdient Hoffnung und vielleicht kann ich dabei helfen. Ich werde es genießen, euren Ruf noch tiefer sinken zu lassen, also ohnehin schon ist. Was auch geschieht. Der Anamenfat gegenüber spreche ich nichts als der Wahrheit. Das ist ein Wort, was ich irgendwie nicht aussprechen kann. Richtig. Anamenfat. Passage der 6, sei dort. Du wirst die Wahrheit hören, wenn ich sie in der Passage der 6 offenbare. Anwen beißt sich auf die Lippe. Auf seinem goldenen Flaum glänzt etwas Speichel. Er wischt ihn mit dem Handrücken weg und blickt die Hilfe sehend an. Für das Wohl meines Volkes, sprich für uns bitte, Amanfrat. Sprich die. Seine Augen huschen zur Seite, als würde er auf die Elfe hinter sich deuten wollen. Für uns spricht deine Wahrheit.